Und dann herzlich willkommen hier bei der Neumeister. Wir zocken heute The Beast Inside. Ja, nachdem ich jetzt mit Visage durch bin, ich hoffe, ihr habt es gesehen, hatte ich wieder Lust auf ein Horrorspiel, wo die Grafik wieder so stimmt, wo die Atmosphäre genauso beklemmend ist und wo sich Türen im richtigen Zeitpunkt öffnen. Und genauso auch schließen. So ein Spiel habe ich gesucht. Nein, wir zocken die Demo, die Pre-Alpha, die gibt es gerade bei Steam. Das heißt, das Spiel ist noch nicht fertig, aber es soll richtig geil sein. Ich habe mal wieder nichts gesehen, ich gehe völlig unvorbereitet hier rein. Ganz kurz zur Story, wir ziehen mit unserer Freundin, Frau, keine Ahnung, auf jeden Fall mit unserer Mädel, ziehen wir in ein kleines Häuschen, das sehr abgelegen ist, und in dem Häuschen geht dann der üble Shit ab. Es soll auch, glaube ich, irgendwas mit Zeitsprüngen sein, aber egal. Wir gucken einfach rein, los geht's mit The Beast Inside, viel Spaß. Uiuiuiuiui. I'm begging you. Please. Please, just leave me alone. Visage 2, oder was? What have I done to you? Der Anfang kommt dann doch sehr bekannt vor. What do you want? Do you want money? You can have it. You can have it. You can have anything you want. Please. I promise. I won't tell anyone. You're wearing a mask. I don't even know what you look like. Please, please. My husband, ow. Adam, he should be back any minute. Yeah, and he's a football player. No, no, no. What do you need an axe for? Please. I'm begging you. No, please. Adam! Adam, please help! Adam, help! Adam is gone. Okay, das geht doch schon mal wieder gut los hier. Okay, wir springen eine Woche zurück. Okay, das gefällt mir schon mal. So glad that we're getting away from the urban sprawl. Yeah. Moving will make us feel better here. One day you'll thank me for that. I hope so. Just remember to fill up the car this time, Emma. I don't want to walk 5 miles to the nearest gas station again. Oh, sweetie. A little walk and some fresh mountain air would be good for you. Plus, you could lose some weight. I'm working on it, okay? Look at him. We're finally here. Ja. Oh, it's wonderful. It's wonderful abgelegen. Indeed it is. Well, looks like the moving company got here before us. Das ist schon mal gut. So, let's get to work. Aye, ma'am. Ach, schade. Aber mit der Musik war schon mal ein guter Einstieg. Es sieht auch schon so weit schon mal schick aus. Oh yeah. Could you take those boxes inside, please? Okay, Lauf, sure was thing, hon. Ich muss tragen. Ja, war ja klar. 22. August 1979. Ach, guck mal, 1979. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Aber es sieht schon mal sehr schick aus. So, wir sollen natürlich alles reintragen, klar. So viel zum Thema Gleichberechtigung. Ich habe nichts gesagt. So. Sind das hier die Boxen oder was? Pick up, left mouse. Okay. Yes. Hold on and release the throw. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges drin. Rotate kann ich auch. Okay. Ja, dann. Press tab to check your tape recorder. Adam use it to record conversations as well as your thought about recent events. At any time you can play those recordings and find hints. Okay. Okay, ich habe aber noch nichts, oder? Ja. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, sieht doch schon mal ganz schick aus hier.
Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Ist ein gutes Zeichen, aber gleichzeitig ein schlechtes Zeichen. Okay, das wird wohl das Wohnzimmer werden. Das ist hier. Ach, okay. Also kann ich in der Version noch nicht rein. So ein bisschen wie bei Visage. Ein Zettel. Oh, oh. Start Inspect. Mom spent her childhood in this house. But she never talked about it that much. I'm glad she thinks this is Emma and I should settle down. Ah, unsere Frau, unsere Freundin ist Emma. I can't imagine raising a kid in Boston nowadays. Okay, also unsere Mutter hat da schon gewohnt, als Kind, in diesem Haus. Aber sie hat nie drüber gesprochen. Oder zumindest nicht viel. Und sie denkt, dass wir uns wohlfühlen werden, Emma und ich, wenn wir uns hier niederlassen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ein Kind in Boston großzuziehen. Okay, wollen wir das Ganze lesen? Okay, dann könnt ihr an der Stelle Stopp drücken. Eigentlich ist es ja oben nochmal zusammengefasst. Finde ich dann eh besser. Ei, guck mal, gut draufgeschmissen. Okay, dann, wo bringen wir denn unsere Sachen denn hier hin? Hier kann ich nicht rein. Achso, das ist der eine Raum noch. Das ist schon mal sehr eine entspannte Musik. Das gefällt mir, alles so ein bisschen ruhig. Okay. Achso, ich kann mit der Kiste also in der Hand nichts machen. Okay, wir können hinten wieder rausgehen rein, theoretisch. Aber wir wollen ja die Kisten reintragen, ne? So, damit es nicht zieht, machen wir alles wieder zu hier. Und keine Säcke vor der Tür. So, dann vielleicht nach oben. Auch schön mit dem Lensflare hier. Oh, kann ich das hier trinken? Musik hört auf. Achso. Nichts passiert. Emma, Baby. Wo soll ich die Sachen überhaupt hinbringen? Invoice from Moving Company. The assholes got the money up front, so they didn't bother putting those boxes in the attic. In the attic. Auf dem Dachboden. No one can be trusted these days. Tja. Dann haben die Kohle vorher gekriegt und haben die Sachen nicht hochgetragen. Jetzt darf ich das machen. Ich könnte ausrasten, Alter. Säcke, ey. Nie wieder Moving Company, sag ich euch. Was seht ihr? So ein schönen Käsekuchen hier. Und erstmal eine Flubbe. Ah, die guten Luckys. Lucky Stars. Ah, ein bisschen frische Luft hier rein. Bin stinksauer wegen der Moving Company, ehrlich. Also, Attic, okay. Dann hier hoch. Ah, hier. Ah, oh, so. Oh, crap. So you need something to pull this down. Okay, ich brauche was, um die Tür runterzuziehen. Alles abgeschlossen. Haben wir den Schlüssel? Ah, gut. Moment. Pole hook for the attic stairs. Take. Hold and pull push the mouse. Ach so. Ah, okay. Mhm. Das ist ja gut, wenn man die zu fest zuschmeißt. Na? Dann ploppen die wieder auf. Schön. Schön physikalisch gemacht. Ach so. Na, ah, Moment. Aua, 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 aua. Wer kennt das noch als Kind, wenn man jemand bei jemandem war? Also ich hatte keinen Dachboden als Kind. Zumindest nicht mit so einer Treppe. Dass man immer dachte, wenn man das runter macht, kommt ja eins schon entgegengeschossen. Und das kostet einem ein paar Zähne. Ja. Okay. So, jetzt darf ich da 20 Mal hochlaufen, oder was? Ach so. Na. Oh, ne. Schatz. Schatz! Schatz, der Schlüssel! Wo ist sie überhaupt? Achso, hier komme ich ja nicht rein. Ja, ich weiß. Jetzt darf ich den Schlüssel dafür suchen.
Nix hier. Gucken wir mal auf den Schränken. Kamin. Eine kleine Box. Nix drin. Toll. Ich hoffe, man findet den Schlüssel auch so. Ey, nix drin, nur Schlons. Kommen auch nirgendwo rein. Oh, Jesus, this thing is heavy. Mann. Jeez. Ja, jeez. Okay. The hell's in here? Your shoes? Ja, Christmas Deko Shoes. Is it really necessary to hold on to all of these shoes? Tja, ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ja, will ich ja. Lock. Hey, sweetie, do you have the key for this? Check in the dining room. Dining room. Dass man erst noch eine zweite Kiste nach oben schleppen muss, damit sie dann Bescheid sagt. Okay, ja, gut. Dining room. Ich bin im dining room. Und da hab ich ja schon alles gecheckt. I don't see it in the dining room. It's not here. That's right. I must have left them in the car. Fiber. Ja, aber wenn er da ist, habe ich ihn ja vergessen. Aber gut, sagen wir, sie hat ihn vergessen. Ach so, im Kofferraum. Ja, dann hat sie ihn doch vergessen. Ja, ja, klar. So, nochmal gucken. Aha. Perfekt. Key to the attic hatch. Ah, there it is. So, dann gehen wir direkt nach oben. Open inventory. Jo, gecheckt. So, dann fragen wir die Sachen mal nach oben hier. Zack. So, dann nehmen wir schon die Kiste hier mit, die erste. Okay, so. Let's put this box next to the others. Ja, wo sind denn die anderen? Das hier oder da hinten? Wow, das sieht doch mal schön aus hier. Let's see what we have here. Okay, packen wir das mal hier hin. Hüpp. So. Looks like I'm gonna need a tool to pry this plank open. Okay, die steht hier ein bisschen ab. Wollen wir gleich mal gucken. Okay, schon mal gut zu wissen, dass hier ein Messer liegt. Kann man ja immer mal gebrauchen. Was ist das hier? Achso, das ist eine Dose. Okay, ich bringe nochmal die andere Kiste hier drauf. Ob wir jetzt wirklich alle nach oben bringen müssen? Aber ich will wissen, was unter der Planke da ist. Warte mal, ich leg die erstmal hier hin. Ist ein Kaminbesteck, aber da kann ich jetzt nichts nehmen. Oh. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben oben ein Messer und einen Baseballschläger. Ein Besen zur Not. Mehrere Bretter. Ups. Kann ich hier hoch? Aha. Brecheisen. Ja, damit. Was ist denn hier drin? Kann man das auch machen? Oh. Ich habe noch nicht die Axt vom Anfang. Okay, gehen wir da runter. Aua, aua, aua. Okay. Versuchen wir das mal hier mit der Brechstange. Please let it be money. Please let it be money. Alter, das war ja knapp, ey. Was ist das denn?
Old Parchment. It's a part of Commentaries of the Gallic War, written by Julius Caesar. I used to read it when I learned Latin. Some letters are different from the others. Potato, find a hidden village. Rotate objects to find hidden messages, looking more closely. Ah, okay. So, was sehen wir denn hier schon mal? Auf den ersten Blick fällt uns gleich mal auf, dass hier Julius Caesar. Julius des Initialen sind. Okay. J und C. Aber hier fällt er auch gleich sofort auf. Guck mal, hier haben wir ein großes H. Ein großes P, ihr seht das auch, ne? Ja. Ein großes O und ein A. Was schon ziemlich auffällt. Okay. Okay, wir können erstmal das. Wir versuchen mal J und C. Achso, machen wir das J nach außen. Achso, man kann den inneren gar nicht drehen. Okay, dann machen wir das C nach außen. So. Okay, es passiert nichts. Ich will mal gucken, ob das irgendwie einrastet, oder? So. Was ist das hier? Ah, okay, dann hier vielleicht. Pass auf. Was hatten wir da? H, P und O. J, C, H, P, O. J, C, H, P, O. Versuchen wir mal. Wenn es das überhaupt gibt. Natürlich nicht. Aber hier haben wir ein H, ein P. Sonst was davon? Ne. G, H, P. G, H, P. A. Aber das O ist so deutlich, ne? Ah, warte mal. Kann ich damit irgendwas kodieren? Warte mal, wenn C gleich J ist. Ah, jetzt pass auf, Leute. Haha, c'est brillant. Also. J ist gleich C. Dann ist G gleich Z. Ich schreibe mir das mal schnell auf, sonst dauert das nämlich wieder ewig. Ich mache auch einen kleinen Cut für euch. So, was hatten wir? G, H ist A. G, G, J, G, G, H, P, P ist I. P, I. Was haben wir denn da? A. A unten. Ne. Das ist T. Das letzte war das O. Und das O ist nämlich H. Jetzt bin ich mal gespannt. Ups. So, also Z. Okay, es gibt nicht mal ein Z. Okay, gib mir mal ein Z. Nee. Ein Z auch nicht. Oder ist das Z am Ende? Ich glaube, der Rest wird passen, ne?
Sagen wir mal, wenn H der erste Buchstabe wäre, dann wäre es ein A. So, dann wäre P ein I. Ne, dann passt es doch. Warte mal. So. Dann ist T. Ah doch, der Rest passt. Tatsache. Faith. Da stimmt ja der Rest. Aber warum war der erste Buchstabe falsch? Okay, egal. Wir haben es wieder aufgekriegt. Und das ohne Hilfe. Yeah. Sherlock. Okay, gucken wir da rein. Nicholas Key, an antique key. But what does it unlock? Und noch ein Buch. Rockaby of Nicholas. 27th of September, 1864. This place looks exactly like on the day. Okay. This place looks exactly like on the day I left it. So many years have passed away. Only the overwhelming silence helps me distinguish past from present. Maybe the best would be not to think about it. I better check if everything is in its own place. It is getting late. I should find some candles to light up while there is still some light. They told me that it would be a good idea to start writing down everything. So be it. They know better than I do. Chapter 2. Der uneingeladene Gast. Okay, das klingt schon mal nicht sehr gut. 27. September 1864. Okay, das heißt, wir sind jetzt über 100 Jahre in der Vergangenheit und sind jetzt Nicholas. Aber bevor wir jetzt schauen, was vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren in diesem Haus passiert ist, würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Und dann habe ich das Gefühl, dass es dann erst richtig losgeht. Okay, danke, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Abo wäre schön, Kommentar wäre schön und ein Däumchen wäre natürlich super. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Beast Inside. Der Neumeister ist raus. Ciao, bis dann.